Erste Regel, wenn man Hearts of Iron 4 aufnimmt. Aufnehmen nicht vergessen. Herzlich willkommen zurück zu Hearts of Iron 4 mit Indien. Meiner Nemesis-Kampagne. Die Sowjetunion hat kapituliert. Mehr ist nicht passiert. War relativ ereignislos das Ganze. Wir kämpfen hier unten verzweifelt gegen die britisch-malaysischen Truppen. Ich habe zum Glück gerade noch gemerkt, dass ich nicht aufnehme nach 10 Minuten. Sonst hätte ich jetzt eine Stunde aufgenommen, hätte kein Videomaterial gehabt. Ich bin der größte Ochse, der hier rumläuft, Alter. Echt. Auf alle Fälle erstmal kein Daumen nach oben für diese Krabbe. Problem ist, wir kriegen hier unten hart auf den Sack. Ich habe gerade bei den Verlusten geschaut. Britisch-Malaysia hat 405.000 Mann verloren hier unten in der Zwischenzeit an uns mit ihren Offensiven. Würde man denken, das juckt die vielleicht irgendwann mal, dass sie so viele Soldaten verlieren. Nö, nix, kein Stück. Ich komme nicht durch. Wir haben auch keine Luftüberlegenheit, obwohl ich jetzt versuche. Wir versuchen wirklich jetzt auch hier flugzeugtechnisch irgendwie mal auf Vordermann zu kommen. Ich mache jetzt was anderes, pass auf. Wir stoppen hier quasi komplett mal die Produktion. Erhöhen die Produktion, Zusatzausrüstung. Haben wir auch 8.000, da brauchen wir auch nicht so viel. Komm, Boys, verringern. Dafür erhöhen wir jetzt, auch wenn es mich zu teuer zu stehen kommen wird, die Produktion unserer Flieger und eben der Artillerie. So, jetzt ist nur die Frage, ich habe ja handelstechnisch jetzt mit den Italienern hier angebandelt. Wir handeln jetzt noch ein bisschen mit den Germanis. Schauen wir mal. Brauchen auf alle Fälle mehr Flugzeuge. Die haben sich sogar zwischenzeitlich fast geschafft durchzustoßen. Das hat mich ein bisschen besorgt. Was wir aber auch sehen ist, die sind ausrüstungstechnisch super in Form, ne? Juckt die gar nicht, was hier passiert so. Das ist den scheißegal. Aber übrigens, ich habe hier noch neue Flugzeuge mal erforscht. Das einzige Problem ist, das wird jetzt kurz mein... Machen wir ein bisschen... Nein, wir machen es nicht. Wir sparen uns die Punkte auf für die nächste Forschung in 100... Wann ist sie fertig? 126 Tagen. Wir bauen dann nämlich die Stufe 3 Dinger gleich auf Maximalfertigkeit. Das ist besser, glaube ich. Wir werden auf alle Fälle Luftwaffe brauchen. Und die kommen. Das ist... Ich habe hier sogar Anti-Air gebaut. Ich habe Anti-Air gebaut. Flughafen habe ich auf 10 hochgepumpt. Mongolei hat kapituliert, jawohl. Die Deutschen juckt gar nichts. Das ist sehr besorgniserregend tatsächlich. So, machen wir die Boys auch gleich auf die nächste Stufe. Haben jetzt hier quasi kurze Zwischenübergangslösungen. Haben jetzt wieder nicht genug Aluminium aufgrund der neuen Produktionsmethoden. Italien, my friends, I need more. Zum Glück haben wir so viele Factories, ne? Okay, Military Factories haben wir wirklich gut. Jetzt auch 92 Milfax. Habe ich jetzt erstmal angefangen, wirklich nur noch Military Factories zu bauen. War mal wichtig. Ja, reibt euch ruhig auf. 460.000 Mann haben die verloren. Die haben null Manpower. 100.000 Mann im Feld. Hä, Sophie, wer ist denn hier noch mit dabei? Wer ist denn hier so stark? Kanada? 15 mal Kanada. Alter, mach doch keinen Scheiß. Naja, das ist natürlich schon wieder etwas problematischer, ne? Kanada ist wieder ein bisschen problematischer. Aber natürlich, klar, hier unten wird das Ganze entschieden, ne? Wenn wir hier unten durchkommen, dann war es das mit den Gauchos, mit den Gaucholeros. Kurz Nebenländer. Alter. Kanada, 43.000 Mann verloren, relativ wenig. Ich frage mich, ob das so bleibt, ob das der einzige Matchup bleibt, weil wenn ich dann jemals irgendwann diese Auseinandersetzung hier gewinnen sollte, dann würde das ja auch quasi bedeuten, dass wir hier alles erobern. Das würde uns mit einem Schlag von einer kleinen Made zu einer Supernation machen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Republik Pakistan, das ist relativ interesting, das sind die Alliierten, obwohl die aber auch im Krieg mit dem Deutschen Reich sind, also das ist alles sehr, sehr weird. Und ich überlege jetzt dann hier vielleicht mal so ein kleines Kriegsziel justifying, just for fun. Mit dem Kollegen hier. Mit den Alliierten hatte ich eh noch einen Apfel offen. So, die 5 schicken wir zu ihm mit hin. da versagt mir fast die Stimme. Genau, Alliierte. Sind noch irgendwo Alliierte? Mimimi. Geht wieder. Alliierte hier, Alliierte da, Alliierte tralala. Die haben auch nach wie vor komplett maximale Ausrüstung. Das juckt die null, was hier geschieht. Das ist denen scheißegal einfach. Okay, jetzt werden die natürlich von da oben gekesselt. Kessel Games. Das ist natürlich jetzt nicht so los. Brauchen wir Batterien? Wo sind denn diese Batterien, die die brauchen? Also ich meine, ich wusste gar nicht, dass damals schon
E-Schiffe gab. Ja, wir streiten heute über E-Autos. Die hatten damals schon E-Schiffe. Ja. Aber die verlieren einfach null Stärke. Beide Seiten mit all den Flugzeugen. Was? Volksrepublik China lädt mich in den Kommentaren ein. Nein, hör ab. Warum sollte ich einem toten Bündnis beitreten? Seid ihr blöd? Seid ihr blöd oder was? Mal kurz gucken. Just for fun. Schau mal. Just for fun, ob das geht oder ob das nicht geht. Kann ich die verschieben? Ja. Ja, sie seht auch sofort, dass... Wir haben immerhin in der Zwischenzeit etwas mehr Luftüberlegenheit. Die nächsten 20 Divisions sind da. Hallo. Wir bauen uns auf, Stück für Stück. Wir müssen einfach unsere Manpower nutzen, die wir haben. Und unsere Factories. 200 Factories sind nicht zu unterschätzen. Die starten auch sofort gegen uns. Schau mal, wie viele Truppen die haben, Alter. Da zieht es mir die Turnschuhe aus. Aber wir machen in der Zwischenzeit mit unseren Flugzeugen mehr Schaden als die an uns. Und wir haben auch langsam sicher, so wie ich das sehe, die Überlegenheit. Hervorragend. I love it. Es wird langsam. Okay. Und wir können Pakistan angreifen. Machen wir auch direkt. Und auch bitte direkt mit Max Aggressivity. Maximale Aggressivität. Weil es sind im alliierten Bündnis drinne. Wen juckt's? Wen jucken die Alliierten? Also mich nicht mehr. Israel wurde in den Krieg gerufen. Das ist ja ganz bedrohlich. Lauter Nationen, die nicht mehr existieren, haben sich dem Krieg angeschlossen. Okay. Also ich hoffe mal, dass jetzt hier meine Infanterie stärke mit meinen mega schlechten Infanterie-Divisions. Warte mal, habe ich eigentlich... Ah, das ist schon durch, okay. Ja, stimmt, deswegen haben wir auch so viel Manpower, wegen diesen zusätzlichen 5%. Ah, ja, Fralle. Natürlich. Natürlich. Ja, können wir auch wieder aufhören, weil, falls ihr es nicht gemerkt habt, der Angriff war schon lange gescheitert. Okay. Ja, wir upgraden natürlich das Zeug auch noch aktuell, ne? Das wird jetzt aktuell modernisiert. Deswegen sind wir auch ein bisschen effizienter jetzt aktuell mit der Luftwaffe. So, ne, 10% machen wir nicht. Wir machen hier Chance auf Fliegerass nochmal rein. Das braucht man nicht. Ne, da bin ich auch zufrieden. Portugal möchte mich unterstützen. Das nehme ich doch sehr gerne an. Die liefern mir Artillerie. Das ist doch mal ein netter Akt. Uns fehlen wieder Jäger. Jetzt brauche ich schon 3 Jäger pro Tag. Mir fehlt trotzdem noch so Bums wie von dem Zeug. Ah! Wir sind voll. Wie lange dauert die Forschung noch 50 Tage? Gut. Ich möchte jetzt nicht extra Military Experience meiner Flugzeuge opfern, wenn wir jetzt dann eh in ein paar Tagen dann die letzte Version der Flieger haben, die wir nutzen werden für eine längere Zeit wahrscheinlich. Auch wenn ich sagen muss, ich würde vielleicht gerne noch die schweren Jäger mit erforschen in Zukunft, weil die ein bisschen geiler finde nochmal. Aber wir werden jetzt erstmal die normalen Jäger nutzen. In den nächsten Jahren. Ah, ich fick mein Leben. Ihr geilen Hunde, Alter. Ihr seid so dreckige Ficker, Alter, echt. Krasser Bitch-Move. Ohne Witz. Das ist ein richtiger Bitch-Move. Ah, Pakistan ist weg, danke. Das war ja ein Bitch-Move des Jahres, Alter. Er leckt mich am Arsch. So, dann ist es für mich an der Zeit, dass wir uns mal um Iran und Afghanistan kümmern. Natürlich auch noch um diese Irren da. Nein, ich möchte nicht in euer Bündnis. Wenn ich das noch 100-mal ablehnen muss, dann werde ich das noch 100-mal ablehnen. Jetzt verliere ich auch noch Factories wegen dem Blödsinn da unten. Alter, was die auch gleich Truppen reinpumpen, echt. Man muss doch nicht gleich wieder übertreiben, oder? Wo kommen die überhaupt alle her? Die waren doch schon lange alle vernichtet. Davon abgesehen. Ah! Die haben keine Ausrüstung mehr, das ist doch mal ein Anfang. Die auch nicht. Nur die Kanadier. Die Kanadier sind noch scheiße da. Kanadianer, ja. So, drängt die bitte zurück, Marinegeschütze. Dann investieren wir die Boys, investieren wir jetzt in unsere... Ja, erstmal die taktischen Bomber freischalten. Schwere Jäger, das ist der nächste Step. So, die haben sich direkt übernommen hier, hoffe ich. Da sieht es ganz gut aus mit dem Zurückpushen. Das ist schon mal gut, sehr schön. Vielleicht können wir die auch gleich abschneiden hier.
Ah, wobei die ziehen sich leider ungünstig zurück. Ah, ne, schade, haben wir nicht geschafft. Wir haben die schon mal in zwei Teile geschnitten. Das ist schon mal etwas. Afghanistan nicht im Krieg aktuell. Bandelt aber mit der Türkei. Problem ist, es wird dir nichts helfen, weil die Türkei existiert nicht mehr. 10 Tage für die besseren Flieger. Okay, sehr gut. Artillerie scheint auch voll zu sein. Das heißt, was wir jetzt machen, ist wirklich... Das kranke, ressourcenvernichtendste, was ich gemacht habe die letzten Jahre. Und das Hauptproblem ist, dass wir die kompletten Ressourcen handeln müssen. Aber ich habe auch gerade gesehen, wir haben Land... Jawohl, wir haben direkt Landhandel mit dem... Mit den Nationalisten, mit den Faschisten aus dem D-Reich und Italien. So, sehr gut. Euch mach mal weg. Dürft übrigens gerne da bleiben. So, dass wir die da jetzt kurz loswerden. Müsste aber eigentlich funktionieren, ne? Sehr schön. Damit haben wir Jäger 3. Die dürfen auch gleich upgraden. Machen wir direkt Zuverlässigkeit, Waffen, Reichweite auf die nächste Stufe. So, sehr schön. Und dann machen wir hier weiter mit Marinebombern noch nebenbei. Die Boys fangen sich auch langsam wieder. Die Trainings sind auch bald abgeschlossen. Dann können wir die nutzen für die nächste Missionen. Dürfen wir gerne hier angreifen, by the way. Okay. Sehr gut. Die verteidigen sich jetzt natürlich in den Überresten, die sie da haben. Hier versuchen wir direkt zu den Häfen vorzurücken. Insoweit das möglich ist. So, an den Boys geht bestimmt jetzt langsam die Muffe hier unten. Jetzt mit unseren besseren Jägern auch. Machen natürlich ebenfalls das gleiche. Reichweite 2, Angriff 2, Motor 1. Euch raus. Luftnah 3. So, sehr schön. Dreimal dürft ihr raten, was mir wieder fehlt. Genau. Meine Nerven fehlen mir. Und Ressourcen. Alter, ist das teuer. Groß-Ungarn, meine alten Freunde. Wir haben schon so lange miteinander gehandelt. Wie habe ich denn jetzt eigentlich noch? Ja, ich habe immer noch 45, 52, die wir nutzen können. Es bleibt umkämpft. Aber wir sehen hier auch schon, Jäger sind gar nicht mehr in der Luft. Beide Seiten nicht. Ne, warte mal, stopp. Bei mir sind nur Jäger in der Luft. Bei denen auch. Ja gut, es gibt keine Kämpfe. Da brauchen wir auch keine Luftnahunterstützung, ne? Logischerweise. Der Kampf um die Hoheit in der Lüfte läuft. Aber da wir... Ah, ihr habt bestimmt noch ein paar Flugzeuge von den anderen Typen da übernommen. Machen wir kurz was anderes. 1, 2, 3, warte mal. Merchant. Dann splitten wir euch wieder. So. Dann kümmert euch mal darum. Jetzt haben wir natürlich noch mehr Flugzeuge und auch immer bessere Flugzeuge. Wir haben jetzt unsere Flugzeuge von der Stärke her quasi verdoppelt innerhalb kürzester Zeit oder mehr als verdoppelt gefühlt. Deutlich bessere Boys in der Luft, als es davor der Fall war. Machen wir noch Ressourcen Gain 5. Okay. Dann schauen wir nochmal, wie das jetzt läuft. Okay, es läuft hier einfach gar nicht. Wir greifen aber hier kombiniert an. Okay, wir haben sau viel Unterstützung. Wir haben sau viel Luftunterstützung. Okay, das ist krass. Okay, hatte ich so nicht erwartet, aber man sieht den Unterschied zwischen Stufe 1 und Stufe 3. Stufe 1 hätten wir jetzt genauso viel wie die da drüben. Zuzüglich, Alter. Und trotzdem kommen wir hier nicht durch. Doch, hier oben sind wir durchgekommen. Sehr schön. Ersten Erfolge zu verzeichnen. Hier ist immer was Besonderes. Alter, was wir den Schaden machen. Geil. Ja, und überrannt da oben. Jetzt tut's weh. Jetzt tut's weh. Wir sehen natürlich jetzt nicht Nebenländer, aber das tut auf alle Fälle weh, was hier gerade passiert bei den Boys. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Perfekt. Reichweite ist natürlich auch deutlich erhöht, dadurch, dass wir zwei Stufen weiter sind und modernere Versionen haben. Kommen wir hier auch ganz gut über den kompletten, über die komplette Insel. Und haben hier auch innerhalb kürzester Zeit komplett, jawohl, hervorragend. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es jetzt schaffen, aber jetzt schaffen wir es. Doch, eigentlich habe ich schon gedacht. Wo ist denn hier Flughafen? Da unten, Alter. Problem ist jetzt, das ist das einzige Problem, wenn wir da jetzt nicht weiter vorkommen und unsere Flugzeuge da nicht hinkommen. Weil ihr seht das schon, die Range von den älteren Varianten vor allem ist noch ein bisschen geringer. Dann ist natürlich blöd. Was haben wir aktuell Verluste gemacht? 350.000.
Schon viel. Die haben so 505, sie haben, ja. Die haben ein bisschen mehr Verlust gemacht, als es bei uns der Fall war, aber. Schau mal, Radarstation gehört uns. Wir haben immer noch keine komplette Luftüberlegenheit, aber spätestens, wenn der Flughafen fällt, wird sich das erledigt haben. So, hier unten, mal kurz Goa erobern, das sollte ja auch nicht so, zu schwierig sein. Nachher können wir dann den Flughafen nutzen, wollte ich gerade sagen. Bauen da einen neuen Fliegerhafen hin. Okay. Wir brauchen auf alle Fälle den Flughafen, bitte. Wenn er sonst nichts macht, aber den Flughafen hätte ich gerne, weil dann können wir unsere Flugzeuge dorthin schicken und dann sollte es das gewesen sein. Sehr schön. Einmal dorthin. Ist auch ein Max-Flughafen. Super. Damit haben die hier keine Chance mehr. Krass, einfach nur durch Flugzeuge. Wie sich das Blatt einfach sofort gewendet hat durch diese Flieger. Geil. Schon geil, muss ich schon sagen. So. Okay. Das ist ein bisschen irreführend hier mit Xinjiang, aber sobald China da fällt, wird es eine fette Friedensverhandlung erstmal geben. Ist nur die Frage, langt das mit der Hauptstadt oder muss ich da echt noch irgendwie meine nicht vorhandene Flotte nutzen? Ich habe keine Flotte, by the way. Doch, ich habe 8 Schiffe. Mit diesen 8 Schiffen bauen wir nur Handelskonvois. Wir sollten einfach mal einen frühen U-Boot-Rumpf bauen. Einfach U-Boot, ist egal. Hauptsache, dass wir irgendwas haben, was uns dabei helfen könnte, Naval Invasions zu starten. Rest ist wurscht. Singapur ist auch Geschichte. Und wir sehen, dass hier unsere Flugzeuge. Oh, geil, Alter. Die haben keine Chance. 570.000. Wir haben auch nochmal 30.000 Mann verloren. Also wir haben fast genauso viel Verluste gemacht wie die Überreste. Ach, nee, da sind. Ah. Ah. Scheiße. Fuck. Ach, Mann. Wäre auch zu schön gewesen. Müssen da drüben hin. Ah, ich könnte kotzen, echt. Ah, ich könnte kotzen. Ah, ist das schade. Aber ich glaube, die hier sind alle tot. Oder? Weiß ich gar nicht. Denke mal, dass sie alle tot sind. Das ist nämlich keine Hafenregion. Die haben hier keinen Hafen. Deswegen denke ich, die sind alle gestorben. Gut, das heißt jetzt für mich. Ja. Das heißt für mich. Ah ja, Naval Invasions ist so eine Sache, ne? Naval Invasions sind so 10er. Okay, 10er können wir machen. Vielleicht sollten wir dann da gleich mal Bums. Ah, geht nicht. Weil, so, ich habe noch nicht mal das erforscht. Ja, moin. Scheiße. Hä, wieso kann ich 10er Naval Invasions machen, weil wir das Zeug nicht mal erforscht haben? Was ist das für ein Blödsinn? So ein Quark. Aber das Geilste an der ganzen Geschichte ist, wir haben jetzt die kompletten Rubber-Vorräte der Welt. Und ein bisschen Aluminium. Das ist ganz cool. Vor allem die Rubber-Vorräte der Welt sind cool. So, was wir jetzt machen, ihr wisst es. Wir schicken unsere Flieger-Boys jetzt erstmal kurz dorthin. Ach, der Flughafen ist noch überhaupt nicht bereit. Eieiei, der Flughafen denkt sich so, nö, also eigentlich habe ich keinen Bock. Eigentlich habe ich keinen Bock, hier was zu machen. Egal. Let's go. Okay, die haben sich da schnell zurückgezogen. Wir haben natürlich Luftunterstützung, aber die Feinde leider auch. Weil die weniger Flieger haben, aber das Ding ist hier halt leider, dass unser... Bolivien haben sie den Krieg erklärt, aha. Das Problem ist halt hier in so einem Fall, dass die leider ein bisschen zu überladen sind. Sagen wir es mal so. Schwere Jäger. Ich heiße euch herzlich willkommen in unserem Reich. Warum bin ich jetzt mit Japan im Krieg eigentlich? Das ist die beste Frage. Wollen die Japaner jetzt auf einmal? Bruder, die Japaner gehen mir schon ein bisschen auf den Zeiger, ne? Müssen wir jetzt aufpassen, dass sie mich jetzt hier nicht killen gleich mit der Aktion. Weil die können mich jetzt gerade killen mit der Aktion. So, das Ding ist schon auf Stufe 8. Stufe 4, 800 Flugzeuge. Ja, ein paar Leute verliert man immer. Das ist halt gängiger Verschleiß, sage ich immer so schön. Madras mal wieder zurückerobern, dass der Hafen fällt. Oder wir sollten vielleicht doch nochmal ein bisschen warten.
bis hier unser Flughafen dann doch nochmal zumindest auf idealer Stufe ist. Ich spiele sehr ineffizient, muss ich wirklich sagen. Ich bin nicht begeistert. Ich bin sehr unzufrieden mit meiner Performance hier. Japan denkt sich auch so. YOLO. Wir leben nur einmal. Ah, er haut noch direkt wieder ab. Feiglinge. Feiglinge. Kriegspropaganda brauche ich nicht machen. Stabilität wäre aber was Geiles. Wir machen alles, um unsere Stabilität zu erhöhen. So, dann haben wir irgendeinen Ferry Swarf erforscht. Das ist das hier. Da wir ja keine Navy aktuell haben, müssen wir natürlich alles nutzen, was wir da bekommen. Da, da, da. Dumm, 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 dumm. Die Japaner, Alter, ohne Witz. Ich hätte vielleicht auch irgendwann mal an irgendeinem Punkt. Februar. Die passiven Reparaturen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Okay, pass auf. U-Boot MK1. Die neuere Version. Immer ineffizient natürlich bestehende Bauten abzubrechen. Aber egal in dem Fall. Sehr schön. 12 Divisionen passen auf nicht besetztes Land auf. So. Geht schon dorthin. So habe ich mir das vorgestellt. Die Japaner kämpfen natürlich hier ums Überleben. Ist das zwei Seeregionen? Ja, natürlich. Ich könnte kotzen, Alter. Das ist ekelhaft. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss die Navy. Hat sich erledigt. Vergiss die Navy. Wir müssen es anders machen. Ich brauche Paratrooper. Ich habe Paratrooper. Wir haben Paratrooper erforscht. Produktion. Produktion. Transportflugzeuge. Dann müssen wir die Taktik kurz ändern. Logistik. Pioniere mit rein. Passt. Server Combat Reef lassen wir jetzt einfach mal. Die waren. Nee, das waren die falschen. Tschüss. So, dann bilden wir euch mal aus. Dann setzen wir jetzt einfach mal auf Paratrooper, wa? Machen wir es anders. Dann versuchen wir einfach mit Luftüberlegenheit darüber zu kommen. Wird aber auch nicht so viel einfacher, weil, naja, müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Auf alle Fälle denke ich, Paratrooper sind jetzt hier unser Go-To. Was wir jetzt dann auch machen werden, ist erstmal militärische Ausbildung. Minus 25% Ausbildungszeit. So, die sind weg, sehr schön. Also Naval Invasion kannst du knicken. Kannst du vergessen. So, ihr passt hier einfach mal auf die Küste auf, dass mir jetzt hier keiner auf den Sack geht. Genau. Häfen, bisschen Küste. Also. Es gibt hier kaum Häfen, erfreulicherweise. Jedenfalls, die kümmern sich jetzt darum. So, wie schaut es hier unten aus? Jawohl, 1400. Da fehlt jetzt nur noch eine Stufe vom Flughafen. Dann ist der auf Max. Werden wir natürlich einfach weiter Truppen ausbilden. So, wie schaut's aus mit einer erneuten Offensive? Mal 1, 2, 3 Divisions mit dazu. Ja, unsere Flugzeuge. Wenn sie da sind, sind sie da. Und machen einen guten Job. So, hier Obergrenze der Fabrikleistung. Machen wir Obergrenze der Fabrikleistung, weil ich eher selten meine Bauten ändere. Deswegen ist es ein bisschen besser. So, und dann kommen wir jetzt hier doch Stück für Stück voran. Vor allem auch unsere Factories hier wiederholen. Das sind 4 Factories gewesen, glaube ich. Die hätte ich gerne wieder. My boys. Okay, dann werden wir hier quasi die Transportflugzeuge hinschmeißen alle. Ja, genau. Okay. Okay, wir können die Einheiten da abschmeißen. Es muss halt, wir müssen alle Paratrooper auf der Hauptstadt droppen und hoffen, dass British Malaya da keine Truppen zum Schutz stationiert hat. Der Flughafen passt von der Range in der Zwischenzeit. Damit haben wir natürlich auch überall die Luftüberlegenheit hier in diesen Kämpfen. Enormen Schaden, den wir verursachen.
Und das ist eben dann dieses Attrition. Den Feind ausbluten lassen. Auch wenn sie die einzelnen Kämpfe gewinnen, ist egal, solange sie das Ganze im Long Term dann verlieren. Das ist eben das Wichtige. Und naja, wenig Nationen haben unsere Fabriken aktuell. So, wir werden ja auch deployen, Instant Deploy. Ist mir jetzt wurscht, ist es nicht so klug, was ich natürlich treibe hier, aber mir ist auch gerade egal. Und was wir jetzt dann auch machen, ist hier direkt, bla, bla, bla. Immer noch die Kamera vor der Nase. Ja, das ist jetzt wirklich einfach nur YOLO, was ich hier mache. So, ich lande dort. Probieren es einfach, es ist wurscht. So, wenn wir da unten fertig sind, schicken wir unsere ganzen Fliegerboys wieder rüber. Die sollen natürlich trotzdem verteidigen, wenn wir nochmal hohe Verluste den Feinden zufügen. Kolonial-spanische Monarchie wiederhergestellt, okay. Das wird bestimmt alle sehr freuen. Bolivien nicht, die sind am Arsch. Ich höre Naval Invasion, wobei das nur die Japaner sind und da stehen noch Einheiten von uns. Diese eine japanische Cavalry Division wird sterben. So. Genau, ihr könnt natürlich nicht rüberfliegen, dafür brauchen wir erst die Luftüberlegenheit. Die sollte aber kein Problem sein. Was wir auch machen ist, wir werden natürlich gleich... Also euch jetzt erstmal dorthin. Haben die kaputt geballert? Ja, Alter, lass doch den Scheiß. Wie sie meinen Flughafen kaputt schießen, da kriege ich einen Anfall. Gut. Brauchen Jäger. Hier, um hier für Luftüberlegenheit zu sorgen. Damit die mir hier nicht alles wegballern, Alter. Kannst du doch schon wieder vergessen, echt. So, ihr so gut wie möglich dorthin. Sehr schön. Damit starten meine Paratrooper und jetzt sehen wir dann gleich, ob es eine längere Geschichte wird oder nicht. Schön, ihr habt Transportschiffe erforscht. Ganz toll. Für was auch immer. Okay. Habe ich irgendwas falsch gemacht, von dem ich noch nichts weiß? Ich habe auf alle Fälle Transporter. Fehlen mir Transporter? Brauche ich mehr? Kann ja sein. Keine Ahnung, was weiß ich. Haben wir nochmal 8 Transporter mit rein? Ah, jetzt hat. Ah, ich glaube, das ist komplett schief gegangen, oder? Ja. Auf dem Papier hat es funktioniert. Da müssen wir es anders machen. Dann müssen wir es anders machen. Also, der Plan bleibt gleich tatsächlich. Was fehlt euch denn jetzt hier? Was ist denn euer scheiß Problem? Motorisiert. Jetzt scheitert es an motorisiert. Ey, ich verreck hier noch echt. So, produzieren weniger. 5 Fabriken weniger. Paar Fabriken hier weniger. Neues Ziel. Kriegserklärung gegen diese Spinne. Und dann Paratrooping dorthin. Also erst hier. Auf der anderen Seite, wir könnten natürlich hier Großlandung machen. Dem Hafen unsere Truppen dahin schieben. Das erobern mit unserer gesamten Armee und dann von dort aus Dings aufrollen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Na, hier landen. Also hier Krieg erklären, da landen mit unseren Paratroopern. Hoffen, dass da keine Boys sind. Ah, wobei das... auch wieder eher Lotto spielen wird. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es einfach nicht. So, du trainierst weiter. Ja, motorisiert. Ah, uns fehlt auch Infanterieausrüstung, ja? Nee, aber bald. Wir müssen echt langsam aufpassen, was Infanterieausrüstung auch noch angeht. Die fehlt uns auch noch bald. Also mir geht jetzt hier langsam alle Vorräte abhanden. Unfortunately. Atombombenangriff auf die Dominikanische Republik. Viel Spaß. Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ein kleines Kinderhändchen. Kleines Kinderblut. Stabilität ist 42%. Tja.
Ist umkämpft, das ist alles umkämpft. Ich bin hier am Verzweifeln. Kümmert euch um die Luftüberlegenheit hier bei uns oder da drüben oder so, keine Ahnung. Da oben braucht man nicht hin. Ich würde an der Stelle sagen, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.